Tausch. So, vermiesen. Millionen. Ja, bevor ich den hier weiter mit 5,2 Millionen durchfütter. Aber jetzt sollte ich wirklich sehen, dass ich immer irgendwie was mache. Ich meine, ich könnte gucken gehen, was gibt's denn für Free Agents? Catcher. 36 bei uns im Pitching aus. Dort haben wir ja mehr als genug. Aber die hier unten, die wird uns keiner abnehmen. Müsste ich halt wirklich einen guten Reliever abgeben. Ja nur in dem Trade gekriegt von Chicago. Aber der hat bei mir noch nie gespielt, also kommt es fällt mir so ins Gewicht, wenn der weg wäre. Phil Ellis. Mal schauen, ob wir den eingetauscht kriegen für einen Catcher. Ich gebe euch noch 10 Millionen Handgeld dazu, mal gucken. Okay. 33-jährigen 79, 24-jährigen 79, 24-jährigen, der wäre mal ausbaufähig. Ich meine, momentan haben wir ja mit den LR. Der ist ohne ausbaufähig. Wenn ich den dann noch als Nummer 2 dahinter nehme. Das Beste. Hat auch einen guten Kontakt. Speed ist jetzt nicht unbedingt so. Es geht hoch. Macht das auch für 1 Million? Oh, cool. Gut. Gut.
Da hätten wir noch einen zweiten Catcher. Und jetzt würde ich noch einen zweiten Second Baseman wollen. Müssen wir mal gucken, wen haben wir noch, wo wir sagen, könnte man drauf verzichten, Hambleton, aber... Ah, der ist halt... Ja, er noch. Oder lieber Motlin... Carmen? Du Scheiße, er ist 31 und hat es bisher noch nicht zu einer Profikarriere geschafft. Obwohl sein ERA sich eigentlich sehen lassen kann. Ich glaube nicht, dass ich den loskrieg. Ja, wer ist Starting Pitcher? Alle 64er Endurance. Ich glaube, den würde ich dann eher im Relief nehmen wollen. Wir gucken mal, ob wir den loskriegen. Mlotzinski. Dass wir hier noch einen dritten Second Baseman haben. Gib mal ich auch 2 Millionen dazu. Ich will einen Second Baseman. Texas. 21, 77. Naja, gut. Sag mal her. Der hat keinen guten Kontakt, dafür ist der schnell. So, versuchen wir mal wieder mit 1 Million hier durchzukommen. Das machen wir gleich mal auf 0. Okay. Der macht es echt nur mit 2 Millionen, wa? Na gut. So, da hätten wir dann auf der Position auch genug. Können wir nochmal alles durchsortieren. Ist jetzt die Abstimmung durch? Ich denke mal schon. Wird sich garantiert keiner gefunden haben. Löschen. Rückgeben. Wäre halt schön, wenn man irgendwann sagen könnte, Vorhersage stopp. Ansonsten müssen wir halt... ...das dann kurzfristig immer machen. Just from your phone.
10 Millionen, Alter. Das sind Gehälter. San Francisco 105 Millionen. Alter. Wo ist denn Miami? Die haben auf 35 Millionen, sind die zumindest nochmal gekommen. Oh, wir haben in Projected Profit von 19 Millionen? Okay. Das heißt, das wird wohl eine komplette Losing-Saison. Aber dann können wir halt wirklich, oder warte mal, wenn ich jetzt noch, wo haben wir es? Budget, Expenses. Da würde ich hier gleich mal 5 Millionen noch mit drauf packen. Hä? Wieso kann ich hier keine 15 Millionen draus machen? Bitte, mit? Wie sind das? Okay, 10 Millionen, das reicht schon, um so weit oben zu sein. Sonst hätte ich nämlich gesagt, da brauche ich gar nicht so viel. Dann machen wir hier mal 12 Millionen, da haben wir das beste Farmsystem. Das heißt, die Leute, die bei uns in der zweiten, dritten Reihe stehen, sind noch mit am besten dran. Das würde ja schon mal helfen. Und da bauen wir dieses Jahr ein bisschen Geld auf. Wir können dann so über die nächsten vielleicht 2 Jahre unsere Top-Leute zusammenhalten. Rein theoretisch könnte man dann ja schon mal hier reingucken gehen. Also den auf jeden Fall. Dann machen wir das gleich mal jetzt. Da haben wir sie in trockenen Tüchern. Wie alt ist der? 25. Und der hat noch ordentlich Luft nach oben. Left Fielder. Er ist halt richtig nice. Ich meine, wenn ich den 25. Versuchen wir den mal für 6 Jahre zu halten. Der würde mich dann halt nochmal 7 Millionen extra kosten. Dann wird man 10 Millionen Profit machen. Versuchen den mal. Den Millionen über 3 Jahre. Okay, da hätten wir schon mal unseren Topspieler sehr lange verpflichtet. Der passt auch richtig gut in unser Konzept. Centerfielder. Müsste ich dann gucken. Herman. Eventuell eher Rightfielder. Mal schauen, wo wir den brauchen. Der verdient momentan 6, vier Jahre, 16,5 Millionen. Der ist 35, wenn der Vertrag ausläuft. Und was träumt denn der?